Einen wunderbaren guten Morgen. 28. Juni 2021 und heute zuerst einmal kosmische Wetterfront. Heute kommt es zu kleinen Eruptionen, sind eigentlich schon vor 2 Tagen ausgeschlagen im Kosmos, aber die werden heute ziemlich sicher eintreffen. Bedeutet wackeliger Boden, bedeutet ein wenig auf dein Herz achten. Keine Sorge, nur ein wenig ruhig bleiben, ausbalanciert bleiben. Viele von euch haben es sicher heute Morgen schon gespürt, es ist Unruhe da. Dieses sind diese sogenannten Flares und diese können einiges bewegen. Dazu kommt noch diese Höhenstimmung, diese Hochstimmung. Wir begegnen wieder unserem wahren Selbst und das kann uns wieder ein wenig herausfordern. Je stärker die Lichteinheiten sind, je mehr werden wir in die fünfte, sogar sechste Dimension eingeladen. Und das bedeutet immer wieder Selbstreflexion. Du kannst selbst erkennen, wo sind meine Schatten, wo sind meine Blockaden, wo ist das, was ich wirklich umzuwandeln habe. Ganz oft in deiner Beziehung, also Frau, Mann, Kind. Eigene Handlung, eigenes Fühlen, eigenes Bedauern, Jammern, sich selbst nicht annehmen können und so weiter. Du kannst sogar bei deinen eigenen Kindern schauen, wo du deine Themen hast. Lenke einmal das große Bewusstsein auf den heutigen Tag. Ich kann dir eine wirklich gute Übung machen. Also ich mache es zum Beispiel immer so, ich stehe bei uns in den obersten Stock Balkon und schau hinunter. Und von dort aus betrachte ich mein Leben. Und dann kann ich erkennen, wo ich wirklich meine eigenen Sichtblockaden habe. Von oben schaut immer alles ganz anders aus. Du hast das Gefühl, von oben sind die Probleme gar nicht so groß, wie wenn du direkt auf dem Boden handeln müsstest. Du kannst genauso auf einen Stuhl stehen. Hier ist etwas, was du selbst in dir erinnern kannst. Wie würdest du handeln, wenn du aus einer oberen Perspektive deine Situation betrachtest? Und du kannst genauso aus dieser oberen Situation, aus Perspektive, deine Kinder betrachten. Du bist nicht in dieser angstvollen Sicht, sondern übergeordnet. Und diese sind so gute Übungen, diese sind so wertvolle Übungen, die du gerade diese Tage jetzt machen kannst. In den nächsten Tagen gehen wir ja jetzt in den Monat Juli. Und ich möchte euch genau diesen Juli jetzt erklären. Der Juli hat eine ganz besondere Bewandtnis, weil es nennt sich, das ist unser Urlaubsmonat. Also nicht nur, weil die Ferien bei uns in Österreich beginnen, in den Schulen, sondern weil es war tatsächlich ein Ferienmonat wird. Es ist die 7. Es ist der Monat 7 und dieser steht dieses Mal für anpassen lassen. Das bedeutet, du kannst in diesem Monat dich ausruhen, brauchst nicht zu streiten, brauchst nicht zu meckern, brauchst nicht zu lästern, egal um was es geht. Du hast einen Monat Zeit zur Anpassung. Wir selbst sind ja 3 Wochen mit dem Alloy-Mobil Richtung Deutschland unterwegs und werden dort anpassen, was anzupassen ist. Und eigentlich ist nichts anderes vom Juli erwartet. Geh dorthin, wo du Spaß hast. Geh dorthin, wo du Ruhe bekommst. Geh dorthin, wo du Freunde hast, wahre Freunde. Trenne dich von allem, was dir Ärger bringt. Trenne dich von allen Verträgen, wo dir Ärger bringen. Lass dich anpassen. Der Juli hat eine Geschwindigkeit. Ihr werdet Ende Juli das Gefühl haben, es waren doch nur ein paar Tage. Weil der Juli ist die Veränderung. Das bedeutet, wir werden in diesem Monat Juli schon mehr Geschwindigkeiten von Energien erleben, wie wir ansonsten gewohnt sind. Vielleicht kennst du das auch. Du stehst morgens auf und schwuppdiwupp ist es Abend und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie diese Stunden einfach so vergangen sind. Oder du hast eine Situation, die du eigentlich nicht wirklich gerne magst. Und du überlässt es aber in diesem Moment wirklich der oberen Energie. Und schwuppdiwupp erkennst du, dass diese Situation sich geklärt hat. Es gibt jetzt wirklich ganz viel, wie soll ich sagen, Arbeitsmaterial, wo wir arbeiten können. Nimm mir ganz bewusst dieses Problem. Du hast eine Situation, die kennst du, magst du nicht,
vor der ärgerst du dich meistens schon vorher oder ängstigst dich vorher. Und in diesem Moment übergibst du es in höhere Energien. Ich stelle mir es immer vor, dass meine Situation mit dem Lift nach oben fährt. Da lasse ich sie aussteigen und dort wird sie behandelt. Und was jetzt faszinierend ist, du wirst merken, dass diese Situationen beschleunigterweise sich auflösen. Arbeite mit deinem höchsten Selbst, arbeite mit dir. Und die Suggestion für den Juli, ich bedauere gar nichts. Das ist der Juli. Ich bedauere gar nichts, weil du lernst, dich anpassen zu lassen, weil du lernst, Situationen nicht zu erkämpfen, nicht zu erdulden, nicht zu erniedrigen, sondern nur anpassen zu lassen. Du nimmst im Juli die Situationen aus einer vielleicht höheren Warte wahr. Und das gibt dir das Gefühl von Meisterschaft. Dieses gibt dir das Gefühl von, ich fühle mich dort, wo ich bin, pudelwohl. Wir haben noch die letzten Tage Juni, die brodeln, die zeigen schon, da kommt was Neues, da kommt eine neue Energie. Aber sobald der 3. Juli angekommen ist, wirst du merken, zurücklehnen, anpassen lassen. Das bedeutet aber genauso, dass wir am 7., am 17. und am 21. Juli noch einmal kosmisches Wetter haben. Zukunft werde ich es so nennen, bedeutet immer, da rumpelt es im Kosmos. Aber dieses gehört dazu. Wir sind in einem Aufwind, wir sind wieder in einem Aufstiegs, wie sagen Sie, Prägma. Okay. Hier sollen wir einfach nur aufpassen, dass wir unsere Aggression ausatmen. Diese Atemtechnik, die ich euch jetzt noch zeige, bringt dich wirklich ganz schnell, egal wo du stehst, in Balance. Für dieses hältst du selbst den Ringfinger, kannst du einfach nur so, drück ihn wirklich zu deiner Handfläche und dann nimmst du deine rechte Hand, hältst sie zu deinem Herzen und nun gehst du ganz tief in den Keller. Stell dir vor, du wanderst die Stiege hinab in einen Keller. Am besten schließt du nun die Augen, ich mache es jetzt auch. Und nun atmest du deinen Keller frei. Es ist wie wenn du Schutt und Asche aus diesem Keller herausatmest. Und draußen vor diesem Hauskeller atmest du diesen Schmutz und Asche weg. Wenn du dieses tust, wenn du merkst, dass du nervös bist, wenn du dieses machst, wenn du merkst, dass du in eine eigene Melancholie gekommen bist, atme Schutt und Asche hinaus, wirkt und immer wieder Zeigefinger festhalten. Diese Übung kannst du egal wo machen. Merkt keiner, du wirst aber geholfen, sie nennen das immer wieder so, du wirst geholfen und du hast dann das Gefühl, wieder von bei dir gelandet worden zu sein. Ich merke es selbst, man wird augenblicklich ruhiger. Heute also ein kosmischer Einstieg. Ich werde heute noch einiges per Video, nächsten Video, per Homepage www.magikaufmann.com bringen. Aber wir haben noch viel Zeit an diesem Tag und somit eines nach dem anderen. Heute zuerst mal kosmische Wetterfühligkeit kann so einiges bedeuten. Für die, die das Ohr haben, werden wir heute noch ein Video machen. Und für die anderen, atmet aus, bleibt in der Balance. Und die Wetterfühligkeit ist ein Zeichen von Sensibilität. Freu dich darüber. Ich danke dir und wünsche dir einen wunderbaren Tag.